In welcher Verantwortung steht unser Staat und die Politik gegen Antiziganismus und rechten Terror vorzugehen und darüber aufzuklären? Der Antiziganismus hat gar kein bis wenig Aufmerksamkeit durch die Politik erhalten. Erst in den letzten Jahren, durch meine intensive Arbeit mit den Grünen und der SPD in Hamburg, gelang es, den Antiziganismus auf die politische Agenda der Parteien zu setzen. Im Grunde genommen hat der Antiziganismus durch den Holocaust moralisch dieselbe Aufmerksamkeit verdient wie der Antisemitismus. Das müssen sich alle Nachkriegspolitiker und Politikerinnen vorwerfen lassen. Zum Glück hat der Verfassungsschutz endlich auch das rechte Auge geöffnet. Ebenso sollte der deutsche Staat die Staatsraison haben, die Roma in Europa zu schützen, wie es aus historischer Verantwortung das jüdische Volk schützt und fördert.